Geh mal nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album-Review. Ja, heute geht es um eine Glam-Rock-Band und zwar um Wigwam. Mit ihrem neuen Album Out of the Dark, so heißt das Ganze. Zur Optik kommen wir noch, ja. Wigwam kenne ich schon eine ganze Weile. Kennengelernt habe ich die Band ausgerechnet durch den Eurovision Song Contest, wo sie mal teilgenommen haben und dachte mir, hey, cool, okay, kenne ich gar nicht weiter. Hab mir aber nicht sofort eine CD von denen gekauft. Hat sich einfach nie ergeben. Und ich habe dann aber die Band dann und wann so ein bisschen lose verfolgt, sage ich jetzt mal. Und irgendwann dann auch ein Album gekauft und auch reviewed. Das Review findet ihr, glaube ich, auch noch auf dem Kanal, ne? Also aktiv ist die Band seit 2001 und die kommen halt aus Norwegen. Und setzen sich aus folgenden Musikern zusammen. H. Stan Nielsen, ich weiß nicht, ob H richtig ausgesprochen ist, aber ja, das ist der Sänger der Band, der ebenfalls bei Ammunition singt. Auch da habe ich mal ein Album von rezensiert. Ich würde mir wünschen, dass Ammunition mal wieder was machen. Das ist nämlich geile Mucke gewesen, ja. Dann haben wir Øystein Sporty Andersen, das ist der Schlagzeuger. Dann haben wir Bernd Flash Jansen am Bass und an der Gitarre haben wir Trond Holter. Trond Holter ist noch bei anderen Bands unterwegs. Wieso muss ich jetzt husten? Er war zum Beispiel mit Jorn Lande am Start und hat auch ein eigenes Projekt, das einfach Holter heißt. Da weiß ich aber nicht, ja, wie das stilistisch so aussieht, was das für Mucke ist. Da habe ich mich nie mit beschäftigt groß, ja. Aber na gut. Ich zähle mal kurz hier durch. Das erste Album kam 2004. 2, 3, 4, 5, 6. Das ist das siebte Album. Und von 2021 das Album Never Say Die habe ich auch rezensiert. Und fand ich auch wirklich gut. Ein sehr starkes Album. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann das aktuelle Album mithalten? Ich komme jetzt mal kurz zur Optik. Ja, dieses Cover gefällt mir sehr gut. Ich mag generell diese Cartoon-Style-Covers. Das hatten wir dieses Jahr ja schon bei Raven. Das hier erinnert mich vom Covermotiv ganz stark an das Debütalbum der großartigen Hardrock-Melodikrock-Band Trickster. Kennt ihr? Kennt ihr nicht? Sag mal, was ist mit euch denn los, wenn ihr das nicht kennt? Schämt euch, Bad. Ja, daran erinnert mich das halt grob. Ja, wir sehen halt eben da oben das ikonische Logo. Das ist halt einfach immer schon so gewesen. Dieses relativ schlichte, aber dann doch sehr prägnante. Ja, und dann hier die Musiker in Cartoon-Form mit, ja, offenbar mit Superkräften. Ne? Hinten drauf haben wir die einzelnen Tracks, die einzelnen Titel der einzelnen Tracks zentriert aufgelistet hinter so einem Feuerball oder was ist das? Deswegen ist es auch gut lesbar eigentlich. Ist in Ordnung. Das Covermotiv zeigt nochmal die Band in Superheldenform oder gezeichneter Form zumindest. Allerdings anders als auf dem Covermotiv, wie man hier sieht, ne? So, dann kommen wir zum Booklet. Ich hoffe, ich kriege das jetzt raus. Ja, sehr schön. Das Booklet ist nämlich auch wieder sehr schön, ja, finde ich. Ist das jetzt das dritte? Ich glaube, das dritte Booklet dieser Art. Wir hatten ja Francie, die ja generell auch thematisch Comic beeinflusst ist, was die Lyrics und die Textinhalte angeht. Wir hatten Raven, ne? Und jetzt haben wir hier Wigwam und wieder, hier sieht man es jetzt noch nicht, aber hier dann, wieder haben wir so Comic-Motive. Ich mag das, ich finde das geil, ja. Die Lyrics sind gut lesbar, man hat die Refrains teilweise hier jetzt nicht, aber hier, Moment, nochmal hier einen zurück, ja, so gelb hervorgehoben, hier jetzt nicht unbedingt, aber naja. Dann haben wir hier weitere Motive, Lyrics, und das ist halt hier wirklich so, dass du halt nicht das klassische Band-Foto eines Bandmembers hast, sondern immer ein gezeichnetes Bild. Das finde ich schon ziemlich geil. Das hat mir gut gefallen. Das ist ein sehr schönes Booklet, auch die Farbgebung, schön kräftige Farben, gut lesbar. Hier das Logo alleine vor der Feuerwand, ne? Kann man auch gut mal machen. Und hier nochmal, das ist glaube ich das gleiche Motiv wie auf der Scheibe selbst, allerdings in anderer Farbsetzung, also in anderer farblichen Umsetzung, ja. Cool, cooles Booklet, hat mir gut gefallen, mit schönen Bildern drin und sowas weiß ich immer sehr zu schätzen. Jetzt kommen wir aber zum Wesentlichen. Was kann das Album denn? Ja, ist halt Schrott von Anfang bis Ende. Nein, ganz im Gegenteil, ja. Wigwam Out of the Dark ist für mich eins der besten Melodic-Hardrock-Alben des Jahres. Neben vielleicht der neuen Eclipse und noch ein, zwei anderen Sachen, ja. Pass auf, es geht los mit dem Titeltrack. Out of the Dark wünsche ich euch auch ein Video verlinkt. Jetzt steigt ein mit einem sehr fetten Riff im Midtempo.
Wigwam sind auch, also ich habe jetzt die älteren Alben nicht physisch in der Sammlung, aber das eine oder andere hast du ja schon mal denn trotzdem gehört. Ja, ich mache ja auch Radio, da wird dann auch durchaus mal was gewünscht oder so, ne? Und man kennt halt diesen Eurovision-Song. Und ich muss sagen, schon bei der Never Say Die vor 2 Jahren sind sie schon wesentlich härter geworden, was den Sound einfach angeht. Nicht stilistisch, sondern rein vom Produktionssound, von der Spielweise der Riffs her. Es ist härter einfach. Oder fetter. Und so einen Riff haben wir jetzt hier halt. Es geht los mit den ersten Strophen, die dann etwas ruhiger umgesetzt sind. Aber der ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Egal. Der Sänger hat halt eine schöne, raue, kraftvolle Stimme. Erinnert mich immer ganz grob, ganz spontan an Alte Bonfire, Gorky Park und ähnliche Geschichten. Ja, und das mag ich. Ich mag diese Art von Gesang in dieser Art Stilistik der Rockmusik. Wirklich. Ich mag das total gerne. Es hat was. Ich weiß ich nicht, was das ist. Oder kennt einer noch die alten Sachen von Dare? Ich hatte ja von Dare auch mal was reviewt. Die haben sich ja mittlerweile stilistisch komplett auf den Kopf gestellt. Und machen so handgemachte, folkige Rockmusik oder so. Da ist ja von dieser alten Dynamik nichts mehr übrig. Von den ersten Alben wohl. Ich habe nur physisch von den alten, die Dare Blood from Stone ist, glaube ich, die zweite. Die erste kenne ich gar nicht. Aber ja, egal. So, oder so in die Richtung geht das hier Gesang nicht. Es gibt einen netten Refrain, es gibt eine melodische Bridge und eine ruhige Wow-Wow-Passage. Also alles dabei. Macht Spaß. Gutes Opener-Stück. Nächster Song ist dann High and Dry. Auch da kann ich euch ein Video zu verlinken. Steigt mit einem hymnisch stampfenden Riff und einer hymnisch stampfenden Strophe ein. Ja, sehr geiles Riff. Richtig so ein Luftgitarre-Riff. Es hat einen passenden, textlastigeren Refrain, in dem Fall, der dich gut mitnimmt. Es ist ein schöner, groovender Stampfer mit einem schönen Solo auch. Auch das Solospiel generell auf dem Album kannst du halt nicht meckern. Ne? Nächste Nummer ist dann Forevermore. Da verlinke ich euch auch ein Video zu und das hört ihr euch bitte an. Ich möchte euch darum bitten, hört euch Forevermore von Wigwam an, denn jetzt wird's ernst, ja? Forevermore von Wigwam ist für mich persönlich der beste Hardrock-Song des Jahres. Dieser Song beinhaltet alle Elemente, die ich absolut hart abfeiere bei einem geilen, stampfenden, hymnischen, arenataglichen, ohrwurmigen Hardrock-Hymnen-Song. Er hat es sogar geschafft, bei mir, das ist meine persönliche Meinung, wohlgemerkt, ja, aber für mich hat Forevermore es sogar geschafft, noch memorabler zu sein als Eclipse mit Anthem. Ist auch super geil. Auch Anthem habe ich hochgelobt dieses Jahr, weil es ein super geiler Song, ja. Ist aber zu kurz. Und Forevermore hat einfach Elemente, die bei mir mehr hängen geblieben sind und mich im Jahr, über das Jahr hinweg, mehr begleitet haben. Ich habe das Album schon einige Male dieses Jahr gehört. Ich drehe jetzt erst das Review, ne? Also es geht los mit so einem akustischen Intro, mit einer geilen, wie sagt man denn zu dieser Art von Melodie? Leicht folkig, leicht tribal. Du hast dann auch so komische, wie ich weiß nicht, wie das, Indianer-Gesänge. Ich kann das nicht nachmachen. Keine Ahnung, ganz komisch, ja. Mit einer absolut geilen Akustik-Gitarre-Melodie dazu. Mit einem super geilen Groove. Es geht dann los, stampfende, melodische, episch umgesetzte Strophen. Ein Ober-Hyper-Mega-Ultra-Refrain mit Strophenlastigkeit, also mit mehr Text versehen. Ja, das ist einfach. Du hast dann sogar eine Instrumental-Bridge, die mich erinnert an Over the Hills and Far Away. Oder im Metal-Bereich, kennt noch jemand den Titeltrack des letzten Crystallize-Albums? Starborn Traveler. Auch damit kann sich Forevermore meiner Ansicht nach messen. Okay? Es gibt eine richtig geile Bridge, die zum Solo führt. Es gibt einen Solo-Refrain auch noch. Also nur stampfende Drums mit Bass und den Refrain alleine, diese Strophenrefrain vorgetragen. Nimmt mich absolut mit von Anfang bis Ende die Nummer. Ja, ich freue mich auf heute Abend. Heute ist Silvester. Ja, ob mein Kumpel Sönke wird kommen und ich werde lautstark mit ihm diesen Song hören. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm den Song übers Jahr hinweg schon mal vorgespielt habe. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Ja, ich weiß schon jetzt, wie er darauf reagieren wird. Als er das letzte Mal hier war, mein Kumpel Sönke, habe ich ihm die Band War Dance, diese Manowar-artige Band, vorgespielt. Ja? Mit dem Song Warlords of Metal. Ihr hättet Sönke sehen sollen. Ich darf ihn ja leider, er möchte ja nicht ins Internet gefilmt werden, ne? Ich hätte es so gern gefilmt. Der stand kurz vorm Tränenausbruch. Also was Musik angeht, haben wir immer noch den gleichen Geschmack, mein guter Kumpel und ich.
zu dem ich den Kontakt ja jetzt dann wieder aufgebaut habe. Und ich freue mich da sehr drüber. Es ist ein wunderschöner Jahresabschluss für mich persönlich. Ne? Wenn Freunde zu einem zurückkehren. Das tun nicht alle. Aber naja. So, dann kommt Bad Luck Chuck. Geiler Songtitel. Bad Luck Chuck. Der unglückliche Chuck. Steigt mit einem melodischen Rockriff und Strophen direkt ein. Bleibt ein Mittempo-Stampfer und erinnert mich so grob irgendwo zwischen alten Warrant, nicht die Power-Metaler-Warrant, sondern die Hair-Metaler, sag ich jetzt mal, ja, und Bonfire. Also auch zwei Bands, die ich sehr mag. Ne? Was machen eigentlich Warrant? Die hatten irgendwann mal ein Album, das Richtung Grunge ging, weil die ganze Grunge-Welle ja beinahe den Rock, die Hard-Rock-Szene zermettelt hätte. Ne? Und danach habe ich eigentlich nie weiter verfolgt, was aus denen so, gibt's die noch? Machen die neue Alben? Sind die wieder Back to the Roots unterwegs? Weiß einer was über Warrant? Cherry Pie? Warrant, ja. Okay, es geht dann weiter mit einem simplen, catchy Refrain. Es gibt eine fetzige Bridge, die zum Solo führt. Also auch wieder eine runde, catchy Nummer. Und das ganze Album, ich kann jetzt eigentlich so weitermachen. Da ist jetzt kein... Es gibt auf diesem... Das ist das Faszinierende daran. Wenn ihr bis hierhin noch dabei seid und die Videos, die drei, angehört habt vielleicht und die alle geil fandet, die könnt ihr nichts... Ja, kauft das Ding. Das ist ein roter Faden, der sich durch das ganze Album zieht. Das Teil hat keinen Ausfall. Genau wie die aktuelle Eclipse, die ich mir allerdings ein bisschen warm hören musste, weil sie ein bisschen in modernere Richtungen ging. Ich muss was reden, tut mir leid. Ich habe ihren Hustenanfall halbwegs. Und ähnlich verhält sich das mit der Wigwam. So, die nächste Nummer ist dann Uppercut Shazam. Sprechen wir mal über kreative Songtitel, ne? Wie nennen wir denn unseren Song? Es ist ja jeder Song schon geschrieben. Es gibt ja jeden Songtitel eigentlich schon irgendwie, ne? Ja, hier haben sie es geschafft. Uppercut Shazams, ich kenne keinen Song, der sonst so heißt. Geht los mit einem wuchtig fetten Mid-Tempo-Riff. Hatten auch tatsächlich einen passenden Refrain. Die setzen das wirklich gut um. Es gibt eine ruhigere Bridge, die zu einem sehr guten Solo-Part führt. Also auch wieder eine runde, catchy Nummer. Ghosting You ist die nächste Nummer. Da dachte ich jetzt erst, boah, jetzt gibt es bestimmt irgendwas Melancholisches. Irgendwie so eine Ballade. Und Ghosting ist ja, ne, wenn jemand geghostet wird, das ist ja so ein moderner Begriff, ne? Nee, steigt ein mit einem knackigen Riff, stampfendes Mid-Tempo, wieder so Warrant-Vibes und Co. Ähnliche Bands, Slaughter vielleicht noch. Nee, nicht die Thrash-Metal-Slaughter, sondern die Hair-Metal-Slaughter. Up All Night. Kennt noch jemand Up All Night? Was für ein geiler Song. Aber ja. Melodischer Strophenrefrain mit ein bisschen mehr Text im Refrain selbst. Und eine melodische Solo-Einlage ist natürlich auch wieder mit dabei. Dann kommt der nächste Song, The Purpose. Steigt langsam mit hymnischen Leads erstmal ein. Dann kommt eine balladeske Strophe dazu. Ja, wir haben einen melodischen, textlastigen Refrain. Und tatsächlich ist The Purpose die Powerballade des Albums mit einigen Solo-Einstreuseln und einem schönen Hauptsolo, einem großen Hauptsolo-Part. So wie sich das für eine richtig gute Powerballade auch gehört. Allerdings muss ich bei The Purpose sagen, es ist jetzt nicht der große Ohrwurm-Wurf. Ich liebe das ja, wenn du eine Powerballade hast, wo der Refrain dich so richtig mitnimmt. Ja, da gibt es Balladen, oder gab es Balladen, also ältere Sachen, die hörst du einmal und wirst sie nie wieder los. Da gibt es dann auch Sachen, wo du dich fragst, warum ist das Ding nie ein Hit geworden? Kennt ihr das? Soll ich mal ein paar Beispiele nennen? Ich nenne mal zwei, weil ich will ja jetzt hier den Rahmen nicht sprengen. Kennt einer die Band Weiß, die ich auch zum Vergleich heranziehen kann, weil auch bei Weiß hast du einen Typen mit so einer etwas raueren, geilen Stimme einfach, ja, der Sänger von Weiß. Da gibt es das zweite Album Second Access und auf diesem Album befindet sich die Ballade Standing in the Storm. Warum ist das kein Nummer 1 Chart-Hit geworden damals? Oder Terry Brock, Solo-Album des Sängers von, oh Gott, Terry Brock, wer war das nochmal? Ah, das liegt mir jetzt wieder auf der Zunge, ne? Es ist auch egal, ich will es hier nicht. Ne? Aber der hat ein Solo-Album, ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel, aber da ist der Song, gibt einfach einen bei YouTube, Terry Brock, Terry mit Y, Brock, wie der Brocken, aber ohne N, ne? Ohne EN. Coming Home. Hört euch das Ding an, ist auch eine Ballade, und sagt mir, warum das kein Hit wurde. Wenn so schwülstige Tralala-Nummern wie Wind of Change durch die Decke gehen. Also ich verstehe es nicht. Bei einigen Sachen verstehe ich das nicht. Okay? Und das sind zwei davon zum Beispiel. Ja. Aber es ist gut. Und so über dieses Hit-Potenzial oder Ohrwurm-Potenzial verfügt jetzt The Purpose nicht unbedingt. Vielleicht muss ich ihn aber auch einfach noch ein paar Mal öfter hören. Das weiß man immer nicht. Einige Nummern wachsen auch im Laufe der Zeit noch. Nächste Nummer ist The American Dream. Fetzig rockend geht's rein mit rockigen Strophen und einem guten Strophenrefrain wieder mit dabei.
passendes Gitarrensolo natürlich mit dabei. Und es gibt sogar einen kleinen Refrain-Solo-Part, wo der Refrain nochmal ein bisschen nach vorne herausgestellt wird. Finde ich auch mal schön. Ne? Die nächste Nummer ist 79, also 79, das Jahr 79 wahrscheinlich, ja. Interessant, finde ich, weil, ja, es ist leider, in Anführungszeichen, ich bin kein Fan von Instrumentals, es ist aber ein Instrumental. Und das Ganze ist halt bluesig langsam umgesetzt, mit dauerhaftem Solospiel die ganze Zeit durch. Ist halt ein Instrumental und man will halt zeigen, was man kann wohl. Und es hat insgesamt so eine bluesig verträumte Stimmung. Ja, wahrscheinlich so ein Abgesang auf das Jahr 79 vielleicht, ja. Ist aber gut gemacht, wenn man sowas mag, ist das schon interessant. Für mich der einzige Skipper des Albums, weil ich bin halt kein großer Instrumentalfan einfach. Gibt auch da Ausnahmen natürlich, aber ja. Dann kommt God by Your Side ist der nächste Song. Ist ein heavy stampfendes Riff am Anfang erstmal. Strophen und Refrain passen soweit ganz gut wieder. Ne? Ist halt alles eingängig gemacht wie immer. Auch das Solo geht ebenfalls klar. Ich muss aber jetzt hier dazu sagen, God by Your Side, es gab bis hierhin, wir sind jetzt bei Stück 10, es gab geilere Songs auf diesem Album. Ich meine, kein Song des Albums schlägt Forevermore, für mich persönlich, ja. Aber ja, ist auch kein Scheiß-Song, ist kein Ausfall. So, dass ich jetzt sagen würde, oh, nee, was soll das denn jetzt? Ja, nee, das kann ich jetzt nicht sagen. So, und dann kommt der letzte Titel des Albums, Sailor and the Desert Sun. Steigt, sorry, ich habe nicht zu viel Kohlensäure getrunken hier. Steigt mit der akustischen Gitarre und Keyboards ein. Dazu kommt dann auch schon der Refrain. Gleich am Anfang, ja. Dann gibt es ein stampfendes Riff, also im stampfenden Rhythmus, und eine Wow-Wow-Passage direkt dazu. Die Strophen, die dann einsetzen, sind ebenfalls hymnisch und stampfend umgesetzt. Es kommt der Hauptrefrain, der im Song selbst dann, der war ja schon am Anfang ganz kurz, am Anfang in diesem akustischen Intro, ne? Und im Song selbst kommt der Refrain aber auch echt gut. Und es gibt dann auch noch ein kurzes Gitarrensolo vor einer ruhig gehaltenen Bridge, in der in ruhiger Form der Refrain nochmal vorgetragen wird. Also auch wieder gut umgesetzt, auch wieder interessant und gut gemacht. Junge, ich muss echt sagen, Wigwam gefallen mir immer besser. Ich hoffe, dass sie konsequent diesen Weg weiterfahren. Und dass sie weiter so starke Alben einfach raushauen. Und bloß nicht anfangen, irgendwie rumzuspinnen und zu glauben, so, wir müssen uns jetzt mal hier in dem Genre anbiedern und darum experimentieren und hier moderner werden. Und wir bauen auch noch vielleicht ein paar Stranger Things Synthi-Sounds ein oder was weiß ich, was die ganzen Leute dafür bekloppte Ideen da draußen haben. Nein, bleibt eurer Linie treu. Da, ich muss mir unbedingt die älteren Alben nachrüsten. Physisch, ja. Das nützt nichts. Wenn das immer so geile Mucke ist. Es gibt ja auch ein Debüt von Ammunition. Keine Ahnung, wie die ist. Vielleicht ist die auch so gut wie die ich schon besprochen habe auf dem Kanal. Habe ich mich nicht mehr auseinandergesetzt bisher. Das kostet halt alles Geld. Ne? Man muss halt mal sehen. Und ich bin halt jemand, der leider, ja, inflationär aktuelle Alben sammelt. Mein ganzes Geld geht eigentlich für aktuelle Alben drauf. Also mein Taschengeld, sag ich jetzt mal. So, nicht mein ganzes Geld, um Gottes Willen. Ja. Aber ja, wenn da was übrig ist, dann geht's für ein aktuelles Album drauf in der Regel. Ne? Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Für mich ist das eins der stärksten, wenn nicht sogar das stärkste Hardrock-Album des Jahres bisher. Und mal gucken, ob das so bleibt im Jahresranking, das dann in 2 Wochen ungefähr kommt. Irgendwann im Januar auf jeden Fall. Lage mich nicht auf dem 14. fest, vielleicht wird es auch ein bisschen länger dauern wieder. Je nachdem, wie ich das. Ich werde mich hier jetzt nicht prügeln und treiben. Ich werde es so machen, wie es passt und gut. Ne? So habe ich die ersten Monate, in der ist ja immer eine Trockenphase bei mir. Die ersten Monate des Jahres habe ich keine Kohle, um neue Alben zu kaufen. Und das ist ja dann eigentlich ganz gut, wenn man noch vom letzten Jahr ein bisschen was zum Nachhören hat. Kommt in dem Fall eigentlich sogar ein bisschen gelegen, weil ich dann keine Pause habe, was das Musikhören und Entdecken angeht. Ist ja auch schön. Positiver dem, ne? Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach Limo draus. Ja, das mache ich dann gerade. Ne? So gut, also ich be bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Versuch, mir als nächstes zu schauen. Und bis zum nächsten Mal, wie immer. Farewell.